Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist ein trauriger Tag, der Tag X nach dem Lava-Massaker, was wir leider nicht überlebt haben. Ach, und wieder einmal ist alles weg. Ist das zum Kotzen, oder? Ja, so ein bisschen irgendwie schon. Also wenn, dann müsste ich ja alles da hinten noch drin haben. Ja, dann gucken wir uns an. Da ein Enderman. Da ist ein Enderman. Ein garstiger, fieser Enderman. Wir gucken ihn mal an, dass wir ihn anlocken. Ey, wehe, du klaust uns da irgendwas. Du hast ein Erdding in der Hand. Alter, das geht gar nicht. Genau, lass unseren Erdklumpen. Weißt du, wo er den schon wieder weggeklaut hat, dieses fiesliche Ding. So, ich habe ihn jetzt leider gehauen. Was echt uncool war, eigentlich. Total dämlich. Denn wir haben nichts, womit wir uns verteidigen können. Das heißt, wenn er uns jetzt angreift, sind wir total im Arsch. Aber sowas von. So richtig gekniffen. Melonen. Ach, da habe ich noch Melonendinger. Juhu, yay. Ich habe noch Melonensache. Ja. Einen schnellen Tausch rein, auch wenn wir hier nicht sicher sein sollen. Also sind definitiv. Also wir sind definitiv hier nicht sicher. Ich glaube, Holz und alles Mögliche habe ich ja noch zurückgelassen. Achso, ich kann eigentlich den Weg nehmen, ne? Haben wir sowieso eigentlich dafür angelegt. Wir benutzen ihn aber irgendwie nie. Die Treppe ist irgendwie noch nicht so. Oh, vielleicht nochmal überarbeiten. So richtig gefällt mir das noch nicht. Und dann mal schnell hier rein und dann mal schnell auch ein Werkzeug geklöppelt. Irgendwie ein Schwert oder sowas. Da ist Holz. Ach, zum Glück haben wir noch Holz. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Kohle hier gelassen? Ja, Kohle haben wir auch noch da. Sehr schön. Das heißt, wir können so ein paar Fackeln machen. Wir nehmen natürlich hier Pflasterstein mit, weil wir müssen definitiv wieder in den Nether. Wir haben jetzt alles verloren. Oh, es ist einfach so deprimierend irgendwie so. Es ist einfach so mega traurig. Es gibt's nicht, ey. So, zwei Stück davon, zwei Stück hiervon, eins da und ich brauche auch wieder Eimer und auf jeden Fall eine Schere. So, das wäre eigentlich schon mal so die Grundausrüstung. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh Mann. Warum muss immer mir das passieren? Also warum hätte das nicht, keine Ahnung, irgendwem anders? Ich weiß jetzt zwar nicht wer, aber irgendwem anders hätte es passieren können. Außer uns halt irgendjemanden. Naja, egal, komm. So, Wasser können wir hier, glaube ich, auffüllen. Ach ja, in der Badewanne können wir ja das Wasser auffüllen. Sehr schön, genau. Dazu haben wir auch die Badewanne extra gemacht. Das war der einzige Sinn und Zweck, warum wir das Ding entwickelt haben. So, dann mal ein paar Fackeln noch hier. Wie viel mache ich denn? Am besten 64 Stück, ne? Das macht irgendwie Sinn. Ja, doch, finde ich auch. Und schnell mal hier aus der Badewanne das Wasser geschöpft. Uiuiui. Ach du Scheiße, das war doof. Das war doof. Halt hier, genau, und hier wieder. So, sehr schön. Ganz vergessen, wo man das Wasser rausnehmen muss. Na, Trottel-Org. Okay, damit werden wir versorgt. Das brauchen wir zwar im Nether nicht, aber das ist auch egal. Das Holz lasse ich mal wieder hier. Das ist mir einfach zu gefährlich, wenn ich das Holz mitnehme. Genauso das Eisen. Das werden wir auch hier lassen. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hell genug müsste es noch sein. Es ist ja gerade erst wieder Tag geworden. Wir haben ja geschlafen. Letztes Mal zum Schluss der Folge haben wir uns dann leise wimmernd in unser Bettchen geworfen. So rappeng, so volle Kanne reingebrettert. Ja. Gut. Würde ich mal sagen, Nether-Versuch Nummer 2 diesmal mit hoffentlich mehr Erfolg. Und wenn nicht, naja, dann könnte es echt problematisch werden. So ein ganz klein wenig zumindest. So, auf geht's. Juhu, hoffentlich ist der Gast da weg. Wir haben ja gesehen, wo was ist. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir uns da auch. Oh, scheiße, verdammt. Oh, nee, oh, nö. Alter, alles voll mit den Viechern. Alter, wo kommen die alle her? Ich will nach Hause. Ich könnte nach Hause gehen. Nein, könnte ich jetzt nicht. Ist das hier hingeflogen? Nein, ist es nicht, zum Glück. Puh. Kurz gucken, um die Ecke lunden. Eieieiei. Er schießt aber nicht so richtig. Da hinten hängt auch jede Menge, aber da kommen wir nicht ran, ne? Da hinten ist auch was. Ah, da sind so viele Gas. Oh, scheiße. Hier auch noch welche. Da hinten rüber. Ne, da kommen wir auch nicht ran. Das ist ja da hinten in der Ecke. Okay, da oben in die Decke müssten wir eigentlich rein. Also rein theoretisch. Weil wir dann doch relativ weit unten noch sind. Wie kommen wir denn in die Decke darauf? Von hier aus. Ja, wenn wir uns da hochbuddeln und dann hier so rein, dann können wir über die Decke dahin. Ist bloß das Problem, wir kriegen nicht den Glowstone. Das ist Kacke. Das ist echt Kacke.
Und da am Rand lang buddeln. Na, es kommt wieder darauf an, wenn wir Glück haben und die Gäste uns nicht erwischen, ist das kein Ding. Ansonsten war's das. Ich mach das jetzt hier mal breiter. Boah. Boah. Das gibt's doch nicht. Ballern die jetzt schon wieder auf uns? Kann das sein? Ja, und ich ziele auch noch nicht mal richtig. Verdammte Axt. Wie sehen die uns von da hinten aus? Oder von da unten? Auch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall viel zu viele von diesen Gesocks. Geht doch echt gar nicht. So, ja, mal schnell anlegen. Ich weiß auch nicht, warum wir letztes Mal runtergefallen sind. Weil wir waren ja auch hier so im Kriechmodus und eigentlich durften wir dann nicht runterfallen. Wir sind es trotzdem. Was echt unfair ist, ja. Also das geht gar nicht. Wir gucken nochmal hier lang, was hier eventuell ist. Was sich hier versteckt hält. Nur ein Aufgang. Okay, wo geht's hier hoch? Da geht's dann zu dieser Plattform, wo wir schon mal waren, wo ich dazu gemacht habe, genau. Also auch nichts Spektakuläres. Was ist hier? Das ist der Spawner, genau. Nur das gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen. Das ging doch, glaube ich, hier gleich hier vorne rechts, genau. Da geht's hoch. Und dass wir uns von dort aus dann zu dem Glowstone hinarbeiten, mittels Pflasterstein natürlich. Was anderes haben wir ja nicht. Machen wir hier das Ding aus. Ah, genau, stört ein bisschen. Kann ich lang? Sieht gut aus. Keiner von denen in der Nähe, auch sehr schön. Aber wie mache ich das jetzt, dass ich da hinkomme? Verdammte Axt, ich muss eigentlich jetzt hier am Rand lang buddeln. Oder wir machen das doch über die Decke. Schwierig, Entscheidung. Hoffentlich könnte doch hier hoch irgendwie. Warte mal, kleinen Moment. Oh, hier ging es doch. Ah ja, hier ging es hoch. Hier hatten wir uns lang gebuddelt. Oder? Hier noch weiter? Ah, okay. Gut, dass ich Fackeln gesetzt habe, so als Orientierungshilfe. Wir müssen irgendwie nämlich an den... Du olle Pissnäkel. Verzieh dich. Gut, anderer Weg. Wir müssen uns sowas anderes suchen. Oh, schön, ne? Da kommt doch Freude auf hier. Abenteuer Nessa. Ich bin schon echt gespannt, ja. Ja, genauso gespannt, wie ich auf morgen bin, wenn dann wirklich sich herausstellt, ob denn nun State of Decay erscheint oder nicht. Und auch vor allen Dingen, ob es dann hier erscheint oder nicht. Das ist ja so alles mehr oder weniger an einem Tag, was wir das erfahren werden. Ja, also der Entwickler hat nochmal gestern mehr oder weniger bekannt gegeben, von wegen er weiß oder wüsste nicht, wann es denn erscheint. Kann man jetzt so stehen lassen, also weiß nicht. Man kann irgendwie denken, so, oh, die wollen einen hier anlügern oder so. Muss man aber nicht unbedingt. Vielleicht wissen sie es wirklich nicht, haben da selber noch keine Meldung bekommen. Weil sie nämlich auch nochmal extra geschrieben haben. Ja, also wir wissen... Wo kommt denn her? Von da hinten? Ah, die... Oh, das gibt's doch gar nicht. Hier muss man ja irgendwie rennen. Und eine Art Bunker bauen. Genau. So, und dann machen wir hier mal das. So einen kleinen Sichtschutz. Genau. Haha, du kannst mich mal, du dämlicher Gast, du. Das ist mein Schutzwall gegen dich. Naja, sollte irgendwie halbwegs helfen. Wir machen das mal von hier erstmal. Ich trau dir, ja, eine tolle Wurst, ne? Ganz, ganz klasse gebaut. Und dann hüpft das Steinchen auch noch runter. Wo sollte es auch sonst hinhüpfen? Außer runter. Ah, toll, der schießt wieder auf uns. Jetzt ist das Problem, wie machen wir das denn jetzt, ohne dass der uns großartig auf den Nerv geht? Und ich das auch hinkriege, dass das hier sicher ist. Also trauen dürfen wir dem Ganzen ja nicht. Das wissen wir schon. Wir können natürlich auch hier eine Mauer bauen. Das geht auch. Ah, so in der Richtung. Ja, das geht schon mal. Das ist schon mal in Ordnung. Jetzt haben wir bloß das Problem. So, das ist schon okay. Alles in Ordnung. Puh. Ganz ruhig tief Luft holen. Ja toll, wie soll ich denn das jetzt hier nach hinten bauen? Ich kann auch jetzt hier nicht wieder versuchen, in den Tuch zu springen. Die Lava färbt sich auch die ganze Zeit. Sehr seltsam. Leck mich, Gast. Kannst mich mal. Ich hab keine Angst vor dir. Na, noch nicht. Also doch, eigentlich schon, aber egal. Muss er ja nicht wissen. Viel mehr Angst habe ich eigentlich vor der Lava. Die hier dann wieder irgendwann sich dazu entscheidet, hey, ich möchte jetzt einfach mal, dass der Zucker hier runterfällt. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Was wir da falsch machen. Oder was ich da nicht falsch mache. Mal erstmal hier dahinter stellen. So, und dann... Genau. So,
So, schnell mal einen anderen wechseln und dann machen wir mal das hier noch. Also schön zwei breit, ne? Haben wir ja gelernt, das hilft. Komme ich von hier schon da hinten ran? Nee, natürlich noch nicht. Aber ich kann schon mal ein bisschen Glowstone abbauen. Na, tolle Wurst. Das hilft mir jetzt ja auch nicht so wirklich weiter. Komme ich da oben? Ah, ja. Sehr schön. Genau. Dann kann nämlich der Glowstone, den ich jetzt hier abpacke, nämlich einfach nur hier zu mir fallen. Ist auch schon mal was. Komm, heiliger Glowstone. Erfülle mich mit deiner Glanz. Irgendwie sowas. Oh nein, oh nein. Ich wusste es. Dieses garstige Mistvieh, ja, das zerschmettert uns hier alles. Das macht hier alles kaputt. Genau, aber das krieg ich so nicht kaputt. Hä? Nein, au, ah, lass das. Verpiss dich, Gast. Wieso? Ist ja auch immer die ganze Zeit dieses scheiß aggressive Rumgeballer von diesen Mistviechern, ne? Kein einziges Mal irgendwie so, ach, naja, ist egal. Ich, benehme mich heute mal. Nein, das geht nicht. Bei Gast definitiv nicht möglich. Oh oh. Ich muss dann hier schnell irgendwie weg. Also wir kriegen den leider ja auch nicht kaputt. Das ist ja noch das nächste Problem, ne? Also nicht nur, dass er die ganze Zeit am Rumnerven ist. Nö, der geht auch noch nicht kaputt. Und wenn man das dann mal hingekriegt hat, dann ist 3 Sekunden später oder früher der nächste da. Das, alles andere wäre auch sonst viel zu einfach. Warum sollte man das denn auch sonst anders machen? So, dann mal jetzt erstmal hier was bis zur Wand hin. Hat schon irgendwie wieder der Neue auf uns draufgeballert? Kann das sein? Nee, er ballert immer noch. Er ballert immer noch fleißig auf uns drauf, obwohl er da in der Lava drin hängt. Leider stört das die Viecher ja auch mal überhaupt gar nicht, ne? Das ist ja noch so das nächste Problem. Weil, warum auch? Also, Gas sind komplett unzerstörbar, ne? Das tangiert die mega peripher, also mega mordsmäßig. Doll. Naja, hier machen wir mal ein bisschen breiter, weil ich muss ja jetzt irgendwie gucken, dass ich von hier aus den Rest auch noch auffange. Genau, so, wunderschön. Wunderbärchen, wie ich immer zu sagen pflege, nicht wahr? So, jetzt kann ich endlich hier an Glowstone rankommen. Oh, ist das schön. Ah, Vorsicht, nicht, dass ich dann doch noch runterfalle. Ich kenne mein Glück. Ah. Wie viel haben wir denn? 47, ja, auch noch nicht die Welt. Erstmal, ich hoffe, das reicht. Also diesmal werde ich es auch wirklich machen, dass wenn wir das jetzt hier alles erbeutet haben, dass ich mich dann diesmal sofort zurückziehe. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Von wo? Von da hinten. Von da hinten ballert das scheiß Vieh auf uns drauf hier. Das gibt's doch nicht. Kannst du nicht mal irgendwie... Mach was anderes. Rasier dir die Zähne oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das ist ja ätzend. Nur am Stress machen. Ich weiß nicht. Kennt ihr auch solche Leute, die nur Stress machen die ganze Zeit? Wahrscheinlich, ne? Also ich kenne auch solche. Sag ich immer nochmal den Rest hier. Vielleicht klappt's ja. So. Genau, und dann das noch und das. Ja, okay. Und dann das. So, ich glaube, das müsste alles... Boah, der ist direkt hier gespawnt. Der ist direkt da gespawnt. Los, komm, schnell weg. Schnell weg und zurück. Ich glaube, wir haben mehr als 64 Stück. Das ist mir jetzt völlig egal, wie viel das insgesamt ist. Hauptsache, ich habe jetzt irgendwas, das ist einfach viel zu krass sonst. Ich möchte nicht nochmal drauf gehen. Nein, das, nö. Ne? Nicht noch einmal. Hauptsache, hier ist jetzt kein Gast, der uns noch wegbombt. Hoffen wir mal das Beste. Wir könnten natürlich einfach komplett alles nur noch aus, es ist auch noch Nacht. Es ist auch noch Nacht. Na, herrlich. Ach du Scheiße. Warum treffen wir eigentlich, also es ist ja meistens so, ist mir aufgefallen, dass wenn wir aus dem Nether zurückkommen, Nacht ist, ne? Ich habe keine Ahnung, warum das jedes Mal so ist. Da müsste man vielleicht mal überprüfen, so ein bisschen. Warum haben wir jetzt eigentlich einen Pfeil dabei? Hä? Keine Ahnung, wo der herkam. Und ich würde sagen, das ist definitiv genug Glowstone. Das sollte eine Weile reichen, ne? So, hier das Pulverchen noch mitnehmen. Gucken wir mal, wie viel wir rausbekommen aus dem ganzen Gedöns. So, weil wir brauchen ja sowieso nur das Zeug, also was anderes brauchen wir ja Glowstone überhaupt gar nicht. Ja, 26 Stück.
Ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Bringt uns ganz schön weit nach vorne. Jetzt haben wir hier Kohleerz. Nee, Kohleerz nicht, aber ich brauche nochmal Kohle. Denkgrübel. Brutzel. Irgendwas. Ich will ja überlegen. Ja gut, Essen ist schon mal nicht schlecht. Ich packe jetzt nochmal den Netherrack beiseite und dann... Also ich, ja, ich glaube, ich stelle euch mal vor die Wahl. Ich mache mal wieder so ein bisschen interaktiver das Ganze. Obwohl ihr ja sowieso ständig die Möglichkeit habt, über Kommentare einzugreifen ins Geschehen. Ja, also könnt ihr sowieso immer nach den Folgen sagen, also ihr habt immer ungefähr Zeit, aktuell, sag ich mal, unter der Woche, bis circa 16, 17 Uhr. Bis dahin spätestens solltet ihr bei der vorherigen Folge geschrieben haben, was ihr am nächsten Tag haben wollt oder bei der aktuellen Folge. Also praktisch so Dienstag, wenn diese Folge rauskommt, so bis 16, 17 Uhr habt ihr Zeit. Dann meistens danach nehme ich auf. Kommt immer drauf an, manchmal auch noch später, aber das ist so das Früheste, wo ich aufnehme. Und bis dahin solltet ihr dann einen Wunsch habt, eine Anregung für die nächste Folge, solltet ihr das bis dahin losgeworden sein. Oder ansonsten kommt es halt eine Folge später. Ja, und meine Frage wäre jetzt einfach, wollen wir an dem Haus da hinten weiterbauen oder in dem Dorf? Oder sagt ihr, ihr möchtet lieber Tor Nummer C mit der Überraschung in den nächsten Folgen haben? Das wird ein bisschen was anderes, als wir bisher gemacht haben. Eigentlich ähnlich, also ein bisschen greift das die Grundlagen auf von dem, was wir schon gemacht haben, aber erweitert das Ganze nochmal ein bisschen und ja, ist ein bisschen unorthodox vielleicht auf den ersten Blick, könnte das sein? Nö, eigentlich nicht, eigentlich ist es super toll, es ist sowieso alles super toll, was wir hier machen. Ja, also von daher entscheidet euch einfach, ich werde heute in der Folge nochmal so ein bisschen an dem Haus weiterklüppeln. Wir haben jetzt den Glowstone und alles, den ich jetzt ins Badezimmer packen kann und in die Küche? Weiß gar nicht, wollte ich in der Küche das machen? Ich müsste lügen, wenn ich jetzt was sagen wollte, so definitiv, ob ich da mich daran erinnere. Ich muss mir das jetzt anschauen, da muss ich einmal gucken, wie wir das aktuell gelöst haben. Aber ich weiß es gerade gar nicht. Naja, wie gesagt, ihr trefft eine Entscheidung zu morgen. Ansonsten mache ich das bei Xing Shang Chong, wenn sich keiner meldet. Und dann sehen wir ja, was passiert, ne? Was wir dann in den nächsten Folgen machen werden. Also das wird auch, also ich hoffe, es wird nicht langweilig. Auf jeden Fall ist es mal was anderes. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier oder halt Dorf irgendwie weiterbauen. Hier sind wir sowieso fast fertig. Hier fehlt nur so ein bisschen die Inneneinrichtung. Ach so, hier ist schon Glowstone drin. Haha, sehr schön. Aber das geht nicht. Die Decke geht gar nicht. Das kann ich nicht so lassen. Nein, das, absolutes No-Go, ne? Wie man heutzutage immer so schön sagt. Wie auch so ein doofes Wort. Das ist ein No-Go. Sag doch einfach, es ist ein Unding und das geht nicht so, anstatt so No-Go. Komisch manchmal, was sich die Leute angewöhnen, ne? An komischen Wörtern die ganze Zeit. Ist ja sowieso momentan voll heftig, wenn man sich das überlegt. Also ich muss sagen, bei mir jetzt seit langem, langem mal wieder Sonnenschein. Ich war schon echt verblüfft dann, als ich irgendwann tagsüber aus dem Fenster geguckt habe, so auf Arbeit und dann so, was, Sonne? Das kennst du ja schon gar nicht mehr. Aber wenn man dann sieht, in anderen Regionen momentan, wo es richtig übel zur Sache geht, was jetzt Regen angeht und Hochwasser und so, also, die können einem echt leid tun. Also, ganz ehrlich, da leide ich dann persönlich mit, weil ich mir denke, ey, ganz ehrlich, wenn das mein Haus wäre oder meine Wohnung und all meine Sachen würden da überflutet und du stehst dann vom, ja, mehr oder weniger existenziellen aus, weil alles hin ist. Ich glaube, ich würde das große Heulen kriegen, ey, wenn ich daran denke. Also, das wäre der Hammer. Da möchte ich eigentlich gar nicht dran denken. Das wünscht man eigentlich keinem. Ne? Also, ich wüsste keinem, dem ich sowas wünschen möchte. So, ich hoffe, das reicht. Mal hier alles weg, genau. Und mal gucken. Wollen wir vielleicht eine Unterbodenbeleuchtung reinmachen in den? So, dass der hier, dass die Badewanne von unten nochmal beleuchtet wird. Weil das ist ja so ein bisschen arg schummrig, ne? Also, ich glaube, es könnte ausreichen. Glaube ich jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir machen das mal auf diese Art und Weise. So. Und dann mache ich hier auch noch eins rein, weil ich mag gerne so eine beleuchtete Badewanne, ne? Das finde ich voll geil. Da stehe ich so richtig drauf. Hier vielleicht links und rechts? Nee, das wäre doof, das wäre doof, das wäre doof, das wäre doof. Ja, aber halt, kein Moment, wir machen das anders. So, dann hier noch eins hin und hoffentlich, wenn das hier ist, ist es hell genug. Ja, doch, ich glaube, das geht. Wobei ich seltsamerweise das Gefühl habe, das Licht geht nach oben und nicht hier nach unten. Bisschen seltsam ist es schon. Oder man macht die Decke noch eins höher, damit das hier... Oder wir machen das... ich habe gerade überlegt, ob wir das auch wieder so abfallend machen.
dass wir das hier rausnehmen. Ja, und schlagartig wird es richtig, richtig hell. Also zumindest da oben. Also komischerweise zur Seite scheint das ganze Zeugs mehr Licht auszustrahlen als nach unten. Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Nee, irgendwie nicht so richtig. Ich habe das Prinzip irgendwie nicht verstanden. Ja, jetzt habe ich nur das Problem mit der Badewanne da. Das kann man ja so nicht lassen. Oh, nee. Wie machen wir das jetzt? Also wir sehen, unten hat es jetzt auch überhaupt gar nichts gebracht. Das heißt, dann werden wir einfach hier ein Muster reinklüppeln. Habe ich denn noch... ich gebe einfach Pflastersteine. Genau, machen wir Pflastersteine rein. Genau, so. So hier auf der Art und Weise. Und wenn wir das dann so lassen, Glas vielleicht noch einsetzen? Das wäre eine Alternative. Ansonsten können wir zukünftig auch alles eigentlich mit Lava machen, weil Lava sowieso die geilere Lichtquelle ist. Also die springt einfach mal viel mehr. Habe ich denn gar keine Glasblöcke mehr? Habe ich echt keine mehr? Oder habe ich die weggepackt in Tal der Träume? Oh, das kann nicht wahr sein, oder? Ich nehme hier das Holz erstmal mit. Nehme ich einfach davon was. Komm, nehmen wir einfach hiervon, das für die Mitte. Das sieht, glaube ich, auch ganz schnick aus. So und so. Ja, sieht so ein bisschen so aus, als ob da die Elektronik dahinter versteckt ist. Ja, eigentlich ganz hübsch. Eigentlich. Und uneigentlich. Ja, doch, für ein Badezimmer geht so leicht schummriges Licht, denn das passt dann auch zu den Düften und Gerüchen, die man hier so verbreitet. Ne, ja, ich denke doch auch. Gut, tja, dann werde ich mal, ich glaube, ich gebe mir mal wieder den Ausblick zum Abschluss der Folge über unser kleines Dörflein. Das muss noch fleißig wachsen. Immerhin haben wir eine riesige Bibliothek, die auch genutzt werden muss von den Einwohnern. Bisher gibt's da noch nicht so viele. Naja, egal. So, dann würde ich sagen, wir machen heute Schluss. Ihr entscheidet euch, was ihr in den nächsten Folgen lieber sehen wollt oder auch nicht. Dann übernehme ich die Entscheidung, wie immer. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.